Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ja, wir haben im letzten Part die Buu-Saga fertig gemacht. Jetzt fangen wir mit der Special-Saga an. Ja, es geht endlich weiter mit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die Nintendo Wii. Ja, beginnen wir mit der Spezialsaga. Hey, Son Goku. Wie, du bist Kuririn, stimmt's? Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ich bin älter geworden. Du trägst deine alten Kalgoorlie, ist das nicht? Naja, egal, das ist dein großartiges Sensare. Hier werden viele tolle Kämpfe reiten. Es ist sogar dein Vater dabei. Wow, da warten jede Menge harte Kämpfe. Es wird spannend. Haha, habe ich es doch gewusst. Son Goku ist und bleibt eben Son Goku. Okay, dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Boah, die reden so schnell, Alter. Son Gokus Vater wird viele großartige Kämpfe bestreiten. Naja, er ist eben Son Gokus Vater. Ja, unser erstes Kapitel in der Spezialsaga lautet Allein im Endkampf. Okay, dieser Kampf macht einen großen Eindruck. Ja, Son Gohan gräbt wieder die Schwerter raus. Er zieht die Schwerter raus. Einen nach den anderen. Du kommst nicht an Lord Frieza heran. Ich werde die Zukunft ändern. I will change the future. Diese Saiyajin sind da, ja. Du kannst Lord Frieza nicht das Wasser reichen. Ja. Das werden wir ja noch sehen. Jetzt wird's ernst. I for you, Ray. Take that now! Passiert das jetzt wirklich? Hä? Das ist übel. Ja, für dich ist Endstation. Was für ein Haufen Jammerlappen. Ja, Alter. Du sagst es, Bardock. Nimm das. Oh, Abule. Geh mir aus dem Weg. I have no way. Take that. Now. Das endet jetzt. Komm schon, Mann. Okay, seltsam. Ja, schlag mich zusammen und lauf davon. Was für ein Weicher, Alter. Okay, so war das nicht geplant. Oh, scheiße. Boah, das war knapp. Ha, jetzt pack ich dich mal. Finaler Rächer. Acht Saiyajins sind unheimlich. Das könnte deine Chance sein. Mega Energiewelle. Oh, fuck. Alter, das war jetzt unfair. Das war jetzt unfair. Schon wieder. Okay, jetzt habe ich genug, Alter. Ich hab's dir gesagt, ich hab genug. Zui, dich werde ich schon klein kriegen. Das ist so unfair. Zusammenschlagen, abknallen.
Hier endet es. Saiyajin-Seele. Oh Scheiße, nicht schon wieder das. Das hasse ich so. Damals habe ich mir den GameCube-Controller damit kaputt gemacht, mit dieser Drehung. Deshalb mag ich das nicht. Mega Energiewelle. Scheiße. Schon wieder Fehlschlag, Leute. Oh, was für ein schöner Konter. Ja, mal sehen, wer jetzt kommt. Freezer. Das ist das letzte Mal, dass wir diesen Planeten zu Gesicht bekommen. Ah! Freezer! You gonna pay for that? Komm raus und stell dich mir, Feigling. Bardock, Freezer steht vor dir. Oh Mann, nicht schon wieder der Scheiß. Ich verliere mit Absicht, Leute. Ich mag nicht schon wieder mir den Controller kaputt machen. Geil, Alter. Wow. Deine Geschichte ist zu Ende, Freezer. Alter, es hat ihm gar nichts getan. Der Kerl ist ein Monster. Ha, das kann ich auch. Mega Energiewelle. Es wird Zeit, ernst zu machen. Finaler Rächer. Mega Energiewelle. Oh, Scheiße. Oh, das habe ich abgewehrt. Saiyajin-Seele. Finale Geisterkanone. Oh, das war's schon. Oh, das ist ziemlich schnell gewesen. Kakarot! Ich. Endlich habe ich Freezer geschlagen. Finally I beat Freezer. Ja, allein im Endkampf war eigentlich ein richtig geiles Szenario. Ja, wir speichern natürlich wieder. Ja, das war echt geil ohne Ende, Alter. Ja, ich denke, wir machen das auch noch. Der Stärkste der Welt, Dr. Vilo. Das ist der miese Typ, der sich Son Gokus Körper unter den Nagel reißen wollte. Okay, dieser Kampf macht einen guten Eindruck. Dr. Vilo wollte sich den Körper von Son Goku unter den Nagel reißen. Alter. Du glaubst, du könntest mit mir spielen, das wirst du büßen, dafür wirst du bezahlen. Sieht so aus, als wäre ich jetzt an der Reihe. Oh, wir sind Piccolo. Explosische Dämonwelle. Alter. Der Kerl ist ein Monster. Alter.
Gigantischer Bomba. Au, er hat mich trotzdem getroffen. Kaioken. Oh, Fehlschlag mit Kaioken. Explosische Dämonwelle. Alter, der Typ ist... Ha. Ich bin gerade noch entkommen. Wer kommt jetzt? Son Gohan. Oh, cool. Kid Gohan. Gerät schon mal da an. Ja, ich schlage ihn zusammen und der packt mich einfach. Ja, genau. Alter, der Kerl ist einfach überall, wo ich hingehe. Planetgesir, oh Scheiße. Alter, oh Mann. Alter, ich stirb gleich. Der Kerl ist ein Monster. Alter, egal was ich mache, der Typ kontert einfach alles. Masenko. Scheiße, nicht schon wieder. Oh fuck, bitte nicht nochmal. Ja, wir haben das leider nicht geschafft. Ich hätte lieber mit Piccolo weitermachen sollen. Mit Kid Gohan bin ich eben nicht so der Kracher. Ja, versuchen wir das nochmal. In dem Spiel bin ich leider auch nicht der volle Ass, Alter. Es gibt viele bessere Dragon Ball Z-Spieler. Ja, mit Piccolo war ich besser wie mit Explonische Dämonwelle. No way to run. Nein, nicht schon wieder. Alter, wenn der mich jetzt nochmal mit seinen ultimativen Move trifft, dann bin ich wieder tot. Nein. Mann, Alter. Leute, der Typ geht mir sowas von auf die Nerven. Dr. Vilo, gerät schon mal an. Der Typ geht mir so auf den Sack, Alter. Bakocherama. Lol. Das geht nicht. Yeah.
Alter. Der Typ kontert ja sowieso alles. Ja. Oh, Son Goku, Gott sei Dank. Der hat mir den Arsch gerettet. Sonst wäre ich gestorben. Kamehameha. Kamehameha. Alter, der Typ ist so unfair. Stirb doch selber, du Arschloch. Komm hier, komm hier. Mann! Alter, das ist so unfair. Fuck, nicht schon wieder. Jetzt! Gekigama! Finish mal! Boah, wir haben es geschafft. Boah, ich dachte schon, ich stirb schon wieder. Dad! Piccolo, wir haben es geschafft. Und das dank Son Goku. Gut gemacht, Son Gohan. Du hast es weit gebracht. Danke, und ich werde weiter trainieren. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Der Stärkste der Welt. Puh, das war wirklich schwer. Dr. Vilo. Ja, wir haben was freigespielt. Spezialfrage, Endkampf um die Erde. Geil. Boah, Leute. Ich habe schon geglaubt, wir schaffen das nie. Ich weiß nicht, mit Kid Gohan bin ich irgendwie voll schlecht. Mit Piccolo und Son Goku komme ich besser zurecht. Ja, das war's wieder mit dem Part für heute, Leute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall wieder eine Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Bis bald, Leute.